Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ja, jetzt habe ich Play gedrückt. Oder Rekord. Beides. Und damit herzlich willkommen zu Jakob und Max. Max und Jakob. Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid. Mhm. Ist so eine Floskel wieder mal von mir. Was ist eigentlich mit deinen Haaren los? Keine Ahnung, ich habe da gestern kennst du diese Probepackung? Welche Probepackung? Wenn man das kriegt, wenn man so bei einem Kosmetikladen einkauft und dann, ich packe Ihnen dann nochmal eine kleine Probe ein. Bitte nicht. Also und schon ist es im Tütchen. Und das hatte ich letztens mit im Schwimmbad. Also letztens war gestern. Keine Sorge. Was denn für einen Kosmetikladen? So ein richtiger? So ein, oder DM? Ich meine, dafür so ein richtiger. Für Männer? Nee, da wo immer sehr, sehr viele Frauen, die sehr viel geschminkt sind, sehr stark geschminkt sind, einkaufen. Okay. Und rumstehen und du dir denkst, wie kann man das in dem Laden hier aushalten für mehrere Minuten und die schnüffeln den ganzen Tag am Parfüm. Ah, du gehst da rein, gnadenlos. Ja, wenn ich mal was brauche, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war in so einem Laden noch nie. Eine Ex-Freundin hat von mir da drin gearbeitet, in so einem Laden. Also. Und da sind wir auch schon beim Thema. Überhaupt nicht drumherum geschwafelt. Es geht um das Thema wertige Frauen, wollte ich gerade sagen. Nee, erstklassige Frauen, wie soll ich es nennen? Ich umschreibe es einfach mal. Die Dame des Herzens ist vielleicht sehr gut, ja. Ich habe letztens bei mir gemerkt, ich würde mich selber schon für einen relativ sicheren Typen in den meisten Situationen halten und habe eigentlich auch nicht so viele Probleme mit Frauen. Also kommt drauf an, worauf man es bezieht. Beziehungsmäßig. Probleme im Kennenlernen, oder? Nicht so viele Probleme, eine Frau kennenzulernen und auch so ein lockeres Gespräch aufrechtzuerhalten. Aber wenn das eine Frau ist, wo ich gleich merke, das ist eine richtig geil, also geil im Sinne von menschlich, cool, sieht auch vielleicht gut aus. Hat eine gewisse Wertigkeit. Dann bin ich auf einmal nicht mehr so der lockere, leichte Smalltalker, sondern werde irgendwie unsicher und denke, ey, jetzt musst du irgendwie das Gespräch am Laufen halten und merke, wie ich so an meine Sprachkapazitäten gerade. Und mit was hängt das zusammen? Wieso bist du bei anderen Frauen, die du kennenlernst, eher, bist du da gelassener oder? Ich glaube, die anderen Frauen, wenn das so eine Frau ist, wo ich gleich merke, okay, die hat was, aber die interessiert mich eigentlich nicht so wirklich. Also mit der kann ich mir nicht mehr vorstellen. Läuft kein Film in meinem Kopf ab. Wenn eine Frau da ist, die mir richtig gut gefällt, dann kommen einfach so die Wünsche, die ich auch so in mir trage, hoch. So Gemeinsamkeit und vielleicht eine richtige Beziehung führen oder vielleicht mal Kinder zeugen und sowas. Und diese Erwartung oder diesen Wunsch knüpfe ich dann ein Stück weit an die Frau. Und das ist so ein großes Paket, was sie dann mit sich rumschleppt, dass ich vielleicht in meiner so unsicher werde. Also, so erkläre ich es mir. Ach so, ich dachte eher andersrum. Ich dachte eher bei den Frauen, wo du schon vorher all die Sachen abgecheckt hast, okay, die sieht zwar vielleicht gut aus und hat auch eigentlich, ist sehr interessant, aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, hast du schon all diese Zukunftssachen schon so abgesteckt, dass du die schon ad acta legen kannst und bist deswegen absolut locker in der Situation. Ja, genau. Und bei der Dame mit, eventuellen Dame mit Herz, oder Herzdame, ist es eher so, dass du gar nicht weiß, wo es hingehen wird, aber sie so interessant ist, dass du nur im Moment bist und deswegen vielleicht so nervös bist. Ah, okay. So hatte ich das. Theorie 2. Würde ich wahrscheinlich eher nicht so sehen. Also eher, es ist eher das Paket, was da dranhängt. Ja, das, was da mitschwingt. So die Vorstellung, was wäre, wenn. Das wäre, wenn. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man sich verliebt. Weil, ich meine, du siehst jemanden, manche glauben ja an Liebe auf den ersten Blick, kann ich nicht genau sagen. Ich glaube, ich finde jemanden geil auf den ersten Blick und attraktiv. Ob das gleich Liebe ist, weiß ich nicht. Ich glaube, Liebe entsteht durch die Vorstellung, die du dir machst mit demjenigen, obwohl du das noch nicht mit demjenigen gelebt hast. Mhm, ja. Du stellst dir vor, wie du einen geilen Tag im Sommer hast mit dem irgendwie einen Ausflug oder mit der einen Ausflug. Geilen Ausflug. Und wie du in den Urlaub fährst das erste Mal, wie du sonntags im Bett verbringst, wie du nichts inniger willst, als mit dem Menschen zusammen sein und sonst brauchst du nichts. Und geht's dabei auch schon um Sex? Das ist ja das leidige Thema immer, ne? Dass Männer bei Männern heißt ja immer, ich bin der Meinung, gleich beim ersten Date, zack, checkt der Mann ab,
Da geht es auch um Sex bei jedem Mann. Also ja. So ist es zumindest bei mir. Und ich würde auch behaupten, das ist eine Sache, die immer im Kopf bei Männern rumschwebt. Ja, also das finde ich ist ein Phänomen bei mir. Wenn ich eine Frau richtig, richtig gut finde, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, dann ist nicht das Erste, woran ich denke, bei ihr Sex. Wenn ich eine Frau, es gibt geile Frauen, da ist sofort, da denke ich am Ballern. Mhm. Da denke ich so, ja, mal wegholzen und dann nächste bitte. Aber dann gibt es Frauen, die ich im Gesamtpaket so gut finde, dass ich da nicht an Sex denke im ersten Moment. Ideal ist natürlich, wenn das beides zusammenkommt. Ja. Aber das ist sehr selten, finde ich. Also es gibt Frauen, die ich gut finde, wo nicht so der Sexgedanke kommt. Und generell ist es so, wenn ich eine Frau, wenn ich mir ja mit der mehr vorstelle, kommt bei mir nicht beim ersten Date so krass der Sexgedanke. Außer wenn ich so chronisch untervögelt bin oder so. Oder so, genau, wahrscheinlich eher so. Bei mir ist es nämlich genau das, wenn man chronisch untervögelt ist, ist, glaube ich, erstmal der erste Gedanke ist, sich dagegen zu erwehren, wie ist es mit der am Bett? Also das ist so ziemlich, also natürlich. Hast du das bei deiner jetzigen Freundin gedacht? So? War das so? Nee, aber ich kann mich nicht davon freimachen, dass immer ein bestimmter Prozentteil da immer mitgespielt hat im Kopf, dass ich gesagt habe, ah ja, da war ich aber auch chronisch untervögelt. Und ich behaupte aber, dass es, glaube ich, bei Männern immer der Fall ist, dass sie beim ersten, dass sie chronisch untervögelt sind. Dass sie chronisch untervögelt sind. Wahrscheinlich auch das. Und aber ich weiß ja, dieses Thema Herz-Dame, ich meine, und das Thema Liebe ist ja, rate mal, was das die Hauptmessage in dem neuen Film Interstellar am Ende ist. Liebe ist die Message, wird ja überall breit getreten. Und bei Interstellar ist, glaube ich, die Liebe ist hält alles oder ist die Energie für alles und fügt alles zusammen oder so. Es ist ganz, und es wird auch ganz schön breit getreten, dieses Thema, finde ich immer. Aha. Und ist auch schwierig zu beantworten. Gerade die Frage, gibt es Liebe auf den ersten Blick oder wie findet man seine Dame mit Herz, also seine Herzdame? Ich finde, Herzdame ist so ein Wort aus den 60ern. Ja, das ist furchtbar eigentlich. Herzdame. Herzdame. Ja, wie findet man die? Genau, und da ist die Frage, wie findet man die? Und ich frage mich, ob das bei mir manchmal was mit Einlassen zu tun hat. Genau. Ob ich so möglich geworden bin oder schon immer war, weil ich bin ja irgendwo ein krasser Perfektionist. Und ich meine, das ist auch so Erwartungsdruck und so, da will ich auch nochmal in einer gesonderten Geschichte drüber reden. Auf einer anderen Couch. dass ich irgendwie was finde, wo ich sage, nee, das wird meinen Ansprüchen nicht gerecht. Das kann einmal eine Schutzhaltung sein, dass ich sage, okay, der Frau brauche ich mich nicht zu öffnen. Andererseits kann es auch sein, dass ich jetzt schon merke, irgendwas geht mir da auf den Zeiger oder ja, auf den Pinsel, dass ich einfach nicht so einen Bock habe mit der Frau. Ich weiß es nicht. Ja, die Frage ist halt, ob du dich vielleicht mittlerweile schon so weit gesperrt hast, weil du immer alle Sachen abcheckst und vielleicht auch schon so viel kennengelernt hast, dass es die Perfekte gar nicht mehr gibt. Sie ist ein Mix aus allem. Sie ist aus allem, genau. Nur die Masse macht es dann nur noch. Nee, das merke ich auch, das lässt nach. Also oder du musst Islam konvertieren und einfach mehrere Frauen parallel haben. Vielleicht ist das hatte ich mir auch schon mal überlegt, ohne Witz. Ja. Ich hatte mal... Ich meine, das haben die 68er auch gemacht, ich meine, da war, oder freie Liebe. Aber ich will dann ungern teilen. Ja, da, deswegen, dann ist es dann doch der Islam. Ja, dann wäre es das für mich wahrscheinlich. Aber obwohl ich das, glaube ich, sehr anstrengend finde, mit zwei Frauen zusammen zu sein und mit, womöglich auch mit dreien. Und sich dann noch total auszutauschen. Ey, da hast du ja ständig Diskussionen. Mit einer einzelnen Frau hast du ja schon immer Diskussionen. Ja, man muss es schon ein bisschen geschickter machen. Du musst dir die so aussuchen, dass die nur bestimmte Bereiche, also eine richtig gut aussehende Granate, die strunzdumm ist, die man nur zum Wegknallen hat. Und dann eine, mit der man, eine Öko-Tussi, mit der du, ganz viele spirituelle Gespräche führst. Und die dritte, die ist vielleicht ein bisschen beleibter, kann super gut kochen und kümmert sich um die Kinder. Ja, hast du und mit drei wem kriegt wäre man auf jeden Fall die Schnittmenge, mit der man, glaube ich, haben muss. Mit wem kriegt man denn die Kinder? Mit allen? Das ist schwierig. Aber die Granate verhunzt man sich ja dann. Sollte man vielleicht doch nochmal extern noch eine vierte haben, die vielleicht. Oder die Leihmutter, die berühmte aus Indien. Ja. Das gibt's ja oft. Aber da weiß ja auch nicht, was das für eine Frau ist. Da sollte man sich vielleicht auch noch eine vierte. Ja, man nimmt ja die Eizelle von seiner. Ah ja, stimmt. Ja. Geht es? Kann man die nicht mischen, die Eizellen? Geht das nicht? Kann man da nicht mehrere Gene? Nee, es geht nicht, ne? Nee, ich denke nicht. Oder vielleicht. Drillinge? In einer indischen Leinwand? Ja, dann kostet es Aufpreis. Wahrscheinlich. Drillinge? Ich glaube, ihr spinnt. Wo sind wir eigentlich gestartet? Unsicherheit.
Nein, wir sind bei Herzdame. Ach so, doch, wir sind Unsicherheit der, bei Herzdame. Bei der Herzdame. Und ich finde es schön, wie man immer wieder seiner Unsicherheit entweicht und bei anderen Themen landet. Aber ich finde, das muss auch sein. Man darf nicht so bierernst durchs Leben gehen und denken, wo sind denn meine ganzen Unsicherheiten und wie kann ich daran arbeiten? Aber was ich trotzdem wichtig finde, das habe ich zu dir auch vorhin schon gesagt, jeden Tag eine Sache machen, die einem selber Angst macht. Immer dahin, wo die Angst ist. Und was macht dir selber Angst? Zurzeit? Generell? Schwierige Frage. Kann ich gar nicht so aus dem Stegreif beantworten, muss ich ehrlich sagen. Also, könnte gut sein oder schlecht? Wir lassen es wertfrei. Wertfrei. Ich weiß gar nicht, was mir Angst macht. Muss ich ehrlich sagen, große Verantwortung hätte ich vielleicht gesagt, aber stimmt auch nicht. Kann ich nicht so beantworten. Also, früher war es so, das typische Ding vor Referaten und so, oder auf, aber das ist auch nicht mehr, das hab ich auch abgelegt. Das war eine Angst, in die ich auch wirklich gehen musste. Auch irgendwie also ich glaube, dass wenn ich jetzt vor einem großen Publikum auftreten müsste, wegen was auch immer, würde ich immer noch Ängste kriegen, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich mich davor gesperrt habe, richtig. Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Was ist deine große Angst? Am Ende doch einen Kompromiss einzugehen, weil ich merke, das, was ich eigentlich leben will, nicht leben zu können. Da habe ich mir schon fast gedacht, sowas. Oder ich hätte es auch so formuliert, nicht das zu schaffen, was du dir vorgenommen hast. Oh Gott, an meinen eigenen Zielen zu scheitern. Ja, genau, aber mit der Frisur hast du es auf jeden Fall heute schon geschafft. Das Ziel hast du erreicht. Scheiß Frisur. Ich muss mal wieder zum Friseur. Oh Gott, was ist denn das jetzt? Nicht so das erste Mal. Das ist die Iltis-Frisur. Ja, vielleicht muss man sich selber auch einfach nicht so ernst nehmen. Da waren wir ja schon und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist vielleicht das Allheilmittel, um wieder auf die Herzdame zu kommen, wenn du bei dem Date dich selber nicht so ernst nimmst und auch die ganze Situation nicht und so ernst nimmst. Und die Frau vielleicht auch nicht. Genau, die ganze Situation, die Frau nicht so ernst nimmst, also schon die Frau ernst ist, aber nicht die Situation an sich und was da alles mit dranhängt, dürftest du vielleicht auch wieder die Lockerheit und... Ich hab noch eine letzte Sache. Ein Chef von mir sagt immer, wenn er zu so großen Persönlichkeiten geht und... große Persönlichkeiten... Gott. dann stellt er sich davor immer vor, wie die auf Toilette sitzen und scheißen. Ja, schön. Und das nimmt auch die Wichtigkeit aus der Situation. Weil jede Situation ist ja bekanntlich gleich wichtig. Oh, so, jetzt genug geschwafelt und gefaselt. Wo auch immer ihr seid, wir wünschen euch was. Wir wünschen euch was. Bis dahin. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.